So, da sind wir und jetzt der Anstoß. Ja, wir spielen Kiel und ich würde Juve, ja, interessant, aber ich will mein erstes Spiel mit Paris gegen Bayern. Ist ja ein echtes Champions League Spiel und jo, man weiß ja nie. Neymar, okay, ist los Kilian. Ein Papier fehlt, okay. Also, es ist sick. Ich meine, es ist Team Sick. Hier könnte man, ja. Können wir da mal noch. Und Roxlö. Nee, nicht gegen Matuidi. Kann man hier die vorbereiteten Wechsel schon machen? Ich weiß nicht so, dass man jetzt vorbereitete Wechsel machen kann. Stellungen, nö. Was können wir hier für Einstellungen machen? 4 Minuten, spielen wir Profi, dass er reinkommt, schnell Wechsel ein. Ja, dann würde ich sagen, let's do this. Unser zweites Spiel und erstes richtiges. Gibt es ein neues Training? Oh, das hat nicht durchpasst. Ja, der war schwach, der Pass. Ja, okay. Die Übung, glaube ich, war neu. Ich weiß nicht, ich habe die Trainingen kaum in FIFA gemacht. Und Champions League. Stadion Bernabeu. Ich bin immer noch gespannt, wie die kleine Tunnelpark jetzt eingebaut wurde. Ob die es irgendwie gemacht haben. Marty Taylor und Alan Smith. Jo. Das ist ein Hintergrund. Ja, glaube ich. Real Teil an. Carlo. Überspringen das mal ein bisschen. So, das erste richtige Spiel. Das wird mein Jahr. Wir sehen es kommen. Okay, doch nicht. Doch nicht mein Jahr. Ich finde, die Spiele sehen schon allein dabei richtig geil aus. Schon beim Laufen, ohne Nahaufnahmen. Oh, faul. Nö, hü. Nicht so, ja, die Spieler drehen sich nicht mehr so von einer Sekunde auf die andere. So, das Drehen, finde ich, ist anders. Das ist das Erste, was mir extrem aufgefallen ist. Habe ich ja schon beim letzten Spiel gesagt. Oh, oh. Einwurf hier. Neymar. Oh. Nee, das ist jetzt Neymar. Oh, ja. Nein. Einwurf. Schön. 13. Minute Einwurf in der Nähe des 16ers. Oh, schlechte Flanke. Wo ist die erste richtige Ecke? Nee, die zweite. Geht das noch? Ne. Also ich glaube, es wird noch gehen, nur halt diesmal an der Position. 1-0. Ich weiß nicht, was war. 19. Eigene, oh Gott sei Dank haben wir den spielen lassen. Unser erstes Tor in einem richtigen Spiel. Eigene. 17. Minute. Bisher bin ich zufrieden mit allem so drum und dran. Man sieht grafische Unterschiede schon der Demo. Die Demo hat ja meist noch. Das war eine nice Flanke. Sind ja neu die Flankenarten. Das sind ja meist ein paar schlechtere Sachen noch in der Demo. So grafische Unterschiede. Verratti. Welche Bewertung hatte Verratti? Ah, ich wollte gerade springen, aber ging nicht richtig. Ich glaube, für springen musste stehen. Ah.
Unlucky nicht. Oh, schön reingesprungen. Das war so eine Grätsche in der Luft, um den Ball aufzuhalten. Oh, schön vorbei. Ah, gut abge. Oh. Schön abgeblockt. Au, oh, Keeper war dran. Schön abgewehrt von Kevin Trapp. James Rodriguez. Übrigens, in FIFA 18 wird Ultimate Team und alles kommen. Also freut euch drauf. Jetzt. Oh, Cavani. Durch das. Das. Oh! Schöner Schuss, aber gut pariert von Manu. Übrigens, währenddessen rendert das erste Video. 2-0. Und wieder Eigner. Alter. Kopfballtor-Eigner. Eigner Fußballlegende. 40. Minute 2-0 Profi auf Bayern. Sonst war es ja so, Bayern kam man immer so wie so eine, auch wenn auf Profi, wie eine Weltklasse-Mannschaft vor. Weil, fand ich immer so bei Top-Teams, dass sie immer so eine Schwierigkeitsstufe höher sind. Aber da kommt. Oh, den macht er normalerweise blind. Was war das denn von Lewandowski? Schiri, das war kein Abseits. Aber die könnten ja auch so eine, so einen kleinen Demo-Karriere, wo du eine Saison spielen kannst. Das wäre genial. So ein Demo-Karriere-Modus. Oh nein, 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 nein. Oh, schön, Keeper. Das, oh, Halbzeit 2-0. Erstes richtiges Spiel, das andere war ja nur The Journey, hat einen Teil. Weniger Ballbesitz, hat sich hier was geändert? Sehe ich jetzt nicht so. Ja, geht aber eigentlich. Darf das Bayern Bayern ist? Geht. Also ich bin bisher zufrieden. Oh, Robin. Oh, genial von Robin. Wieder Robben, jetzt kommt der Robben, jetzt kommt der Robben, jetzt, oh, er macht auch nicht den Robben. War fast drinne, also bei Bayern läuft schusstechnisch nicht. Wie bisher die Saison, ja, sie haben eben 3-0 gewonnen gegen Anderlecht. Alles am Champions League Abend. Das ist schlecht für die schulische Leistung am Anfang. Warum nur FIFA? Oh, wäre der durchgekommen. Das wäre Zucker, also mit meinen Schleppwächsen komme ich immer noch gut an. Oh. Oh. Schön abgeblockt, da fällt er dann auch hin. Angelotti motiviert, ich glaube Coman wurde eingewechselt. Ja, Kingsley Coman für Franck Ribéry. Ja, Franzose gegen Franzose. Oh, schön, vernascht, aber Ball verloren. Schade. Also, die Maria gefällt mir sehr gut. Genau wie Eigner. Eigner ist bisher Man of the Match. Oder Auge, yeah, wie er ausgesprochen wird. Dann kommen wir zu den Eigner. Ich habe das ganze letzte Jahr gemacht. Duox Lurp. Schlechter Pass auf Nemo. Lewandowski. Oh, wieder schön rein. So, die Grätschung bisher gefällt mir auch.
bin so einer, der Grätsche und Steilpässe sind so die zwei wichtigsten Sachen. Neymar, Wario. Doch schon ganz ordentlich. So habe ich immer die Schnellvariante gemacht, einfach kurz noch da gezogen. Wenn das passiert ist, hoffen, dass er am Ball kommt. Nur das Problem ist, wenn nicht, gibt es einen Konter. Oder da läuft er. Oh, jetzt unser Konter. Neymar. Oder Thiago? Dürfte Thiago sein, der da reingegrätscht ist. Muss ich sagen, hat Thiago gut gemacht. War glaube ich der Schwache. Und noch was mit links. Wenn ich mich da jetzt nicht verkauft habe. Ja, aber jetzt wechseln wir. Einfach um einen Wechsel in diesem Spiel mit drin zu haben. Wir bringen Lukas für Droxlö, der mir nicht aufgefallen ist, und Pastore für Matuidi, weil er eben den schlechten Schuss hatte. Jetzt sind wir gespannt. Ja, der bleibt und schön erstmal abgeklatscht. Droxlö auch raus. Das läuft. Da macht sich Hintergrund wieder noch. Ja, nach vorne. Okay. Also Lukas wird gerne nach vorne spielen, habe ich mitbekommen. Kann er zeigen, was er kann. Wir führen 2-0 gegen Bayern. Noch ein Nachlegen. Was war das denn von Robben? Ah, so Infos. Wechselinfos, wen man gegen wen wechseln könnte. Das ist nice, das ist mit Schnellwechsel gemeint, das haben wir eben gemacht. Das wäre jetzt eben unser dritter Wechsel. Das ist cool. Oh, das war sick. Schiri, das war geschubst. Das war ganz klar geschubst. Schöne Passkombi. Zu Neymar fehlt immer der entscheidende Pass. Abseits. Oh, Hammes. Der Schiri müsste gleich abpfeifen. 2 Minuten gibt es noch oben drauf. Oh, nee, man muss die Schüsse besser bringen. Geht da an gefühlt allen und jeden vorbei und dann kommt der Schuss nicht. Also, so lief es gerade bei mir. Hat man hier was bei den Fans gesehen? Ah, da ist die Sofortwiederholung. Nein. Auf die Fans hinten. Der Schuss. Sie springen auf. Okay, da feiern sie nur ganz normal, die Fans. Beim 2-0 vielleicht. Sie kommt. Oh, das sieht mehr aus wie die Bayern-Fans. Da im Hintergrund. Weiter. Immer noch so ein Match. Eigner, ganz klar, Tore. Vor Vorlagen wird sie gebracht. Die Maria Neymar, ja, Neymar mit einer Vorlage. Die Torbeteiligung ist wichtig. Aber da würde ich sagen, ich konnte das jetzt nach jedem Spiel. Kann ich das ja durchlesen. Hab das auch mit einem Video. Lest. Muss dann immer pausieren. So, und dann würde ich sagen, was mit dem Video? Dieses Video kommt ungeschnitten, da ich Zeitdruck habe. Aber das nächste wird dann geschnitten kommen und das nächste kommt dann am Mittwoch. Nee, heute ist Mittwoch. Also wo es jetzt hochkommt, ist Mittwoch. Das nächste kommt am Donnerstag, das nächste Spiel.
Wir wissen noch nicht, was vielleicht das Manchester Derby oder so. Dann bis zum nächsten Spiel. Ciao.